ARD. Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wohin wandert der Nordpol? Wie der Nordpol wandert? Der Nordpol ist der Nordpol und der ist da und der bleibt da, wo er ist. Nämlich am nördlichsten Punkt der Erde. Das ist richtig und gleichzeitig auch falsch, denn wir haben zwei Nordpole. Einmal den geografischen Nordpol, das ist der, durch den die gedachte Erdachse geht, um die sich die Erde dreht und dadurch eben nicht beliebig rumeiert. Und diese Stabilität, die sorgt beispielsweise dafür, dass jeden Tag die Sonne wie erwartet auf- und untergeht und dass die Jahreszeiten in der gewohnten Reihenfolge auftreten. Und dann gibt es noch den anderen Nordpol, das ist der, der wandert. Das ist der magnetische Nordpol. Das Thema erobert immer mal wieder die Schlagzeilen, weil wir bemerken, dass der Nordpol, der magnetische Nordpol, tatsächlich wandert und dass das Magnetfeld der Erde gleichzeitig schwächer wird. Ich frage mich also, wohin wandert der magnetische Nordpol? Wird er irgendwann mit dem Südpol den Platz tauschen? Und werden uns die Haare von der Glatze brutzeln, wenn das schützende Erdmagnetfeld schwächelt? Das sind die Fragen, die ich habe. MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Tief unter unseren Füßen, 3000 Kilometer unter der Erdoberfläche, bewegt sich was. Ein etwa 4000 Grad heißer Brei, ein Gemisch aus Nickel und Eisen. Und wenn sich geladene Teilchen wie diese Nickel- und Eisenteilchen bewegen, entsteht ein, was entsteht da? Ein Magnetfeld. Das ist das Magnetfeld unserer Erde. Und das ist gut so, dass wir das haben, denn dieses Erdmagnetfeld hält uns nämlich die harte Strahlung aus dem Weltall vom Leib und hält uns so am Leben, weil nämlich unsere DNA, unser Erbgut, durch diese harte Strahlung nicht zerschossen wird. Wenn man sich das Magnetfeld bildhaft vorstellen will, dann könnte man an einen Wasserstrahl aus einem Gartenschlauch denken, den man auf die größte Sprüh- oder Zerstäubungsstufe gestellt hat. Und da kommen Millionen kleine Strahlen raus. In dem Falle aus dem Plus, also aus dem Nordpol, die dann um die Erde laufen und wie durch einen Trichter in den Minus, also in den Südpol, wieder in die Erde eintreten. Und auf diesen Bahnen wird die harte Strahlung der Sonne ausgerichtet und abgelenkt. So, damit hätten wir die Geografiestunde beendet und kommen zum Wesentlichen, nämlich zu der Frage, wohin wandert der magnetische Nordpol? Und darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Das weiß niemand. Niemand hat eine Ahnung, wohin der magnetische Nordpol wandert. Wir wissen nur, dass er wandert. Der hat sich zum Teil mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometer pro Jahr bewegt. Ich glaube, im Moment nimmt die Geschwindigkeit wieder etwas ab. Aber es ist immer noch so in der Größenordnung einige Zehner Kilometer pro Jahr, während der auf der Südhalbkugel sich deutlich langsamer bewegt. Das ist Dr. Monika Korte. An der kommt in Deutschland niemand vorbei, wenn es um den wandernden Nordpol geht. Monika Korte arbeitet am Geoforschungszentrum in Potsdam. Sie sagt, in den vergangenen 100 Jahren ist der Magnetpol aus der Inselwelt im Norden Kanadas immer weiter nach Norden gewandert. Also in die Richtung, in der für uns der richtige Nordpol liegt, nämlich der stabile geografische Nordpol. Und wenn es so weitergehen würde, dann würde der magnetische Nordpol irgendwann an der sibirischen Küste ankommen. Aber wie gesagt, ob das so sein wird, das kann niemand sagen. Aber es gibt eine Vermutung, wohin der Nordpol wandern könnte. Ja, die gibt's schon. Es könnte sogar sein, dass die Pole tauschen, dass es einen Polwechsel geben könnte, dass der magnetische Nordpol zum magnetischen Südpol wird. Denn wir beobachten nicht nur, dass der Nordpol wandert, was ganz normal ist, weil der metallische Brei im Erdinneren auch nicht stabil fließt, sondern auch, dass das Magnetfeld der Erde insgesamt schwächer wird. Was dafür sprechen könnte, ist, dass seit wir systematisch das Erdmagnetfeld messen und wirklich gute Beobachtungsdaten haben, und das ist seit etwa 1840 der Fall, seitdem nimmt weltweit gesehen die Stärke des Magnetfelds deutlich ab. Die hat in den letzten 150 Jahren um fast 9% abgenommen.
Wenn man sich das jetzt wieder anschaut, was wir wissen aus Messungen an Gesteinen über das Magnetfeld in der noch längeren Vergangenheit, ist es aber möglicherweise auch noch im Rahmen der normalen Schwankungen. Und das ist eben genau der Punkt, den wir noch nicht ausreichend verstehen, um es wirklich vorherzusagen. Was man aber aus den Daten herauslesen kann, ist, dass es vor den Polsprüngen immer ein schwächelndes Erdmagnetfeld gibt. Vielleicht kann man es auch ein bisschen treffender formulieren oder anders formulieren, dass es ein Magnetfeld vorher gibt, das eigentlich nicht mehr genau weiß, was es wirklich will, bei dem alles durcheinander geht. Das ist so das Typische vor einem Polwechsel. Da vertauschen sich nicht die Pole von einem Moment zum anderen. Da wird nicht aus dem Nordpol der Südpol so ganz plötzlich. Da passieren zwischendurch jede Menge ungewöhnliche Dinge. Da nimmt beispielsweise im Südatlantik, so wie wir es gerade erleben, das Magnetfeld in einer Region plötzlich stark ab. Es ist vermutlich so, dass das Feld in seiner gesamten Stärke abnimmt und dann immer komplizierter wird, immer kleinräumiger wird. Heute sehen wir im Südatlantik diese Anomalie, wo es deutlich schwächer ist. Und dann würde man gar nicht mehr überwiegend diese einfache Struktur mit zwei Polen haben, sondern würde ein sehr kleinräumiges Feld sehen mit mehreren Polen. Die Navigation mit dem Magnetkompass wäre gar nicht mehr möglich, bevor es dann sich in umgekehrter Richtung wieder stärker aufbaut und wieder diese einfache Struktur annimmt. Und dieser ganze Vorgang, diese Änderung, dauert eher so in der Größenordnung von wenigen tausend Jahren. Der Kompass, den wir in der Schublade haben, den müssen wir also nicht gleich wegschmeißen. Das ist die eine Botschaft. Die andere ist, dass diese kompletten Umpolungen, die sich für uns komplett verrückt anhören, dass diese Umpolungen für unsere Erde zum normalen Geschäft gehören. Die sind nichts Besonderes. Die kommen immer mal wieder vor. Was es aber nicht gibt, oder zumindest offenbar nicht gibt, das ist ein spezieller Rhythmus, eine gewisse Regelmäßigkeit. Die lässt sich, obwohl es diese Polsprünge immer wieder gibt, nicht erkennen. Wenn man sich einfach mal eine Durchschnittszahl anschaut, dann hat es sich alle 500.000 Jahre umgepolt. Aber das ist wirklich nur eine Durchschnittszahl. Da gab es Perioden, wo es über viele Millionen Jahre stabil blieb. Dann gab es Zeiten, wo es sich auch häufiger umgepolt hat. Wir wissen eben auch aus den geologischen Informationen, dass die letzte Umpolung 780.000 Jahre zurückliegt. Aber da kann man in keinster Weise daraus schließen, dass jetzt die nächste überfällig ist. Das hört sich so an, als ob Monika Korte, die Geologin, von Anfang an mit einem Kompass quer durch die Erdzeitalter durch die Gegend gelaufen wäre und immer mit dabei gewesen wäre. Und deshalb macht es mich neugierig und hat mich zu der Frage veranlasst, wie man herausfinden kann, in welche Richtung vor Millionen und Abermillionen Jahren die Erdmagnetfelder tatsächlich gezeigt haben und wie sie gewechselt haben. Korte hat das bisher immer ziemlich allgemein formuliert und von geologischen Informationen gesprochen. Sie sagt, das kann sie ziemlich einfach erklären, denn im Gestein gibt es magnetische Teilchen, die sind noch ziemlich beweglich und mobil, wenn das Gestein noch flüssig ist. Und deshalb können die sich nach dem aktuellen Magnetfeld ausrichten. Das geht genauso bei pulverförmigem Material, das sich im Meer, in Seen oder Flüssen ablagert. Wir kennen das von Metallspänen, die plötzlich an so einem Magneten kleben und immer in eine Richtung zeigen. Und wenn das Material dann erstarrt, dann werden die sozusagen eingefroren und können sich dann nicht mehr ändern. Also speichern die Information über die Magnetfeldrichtung zu der Zeit, wo das Material erstarrt ist. Für mich bleibt jetzt noch eine Frage, und das ist fast die wichtigste. Was passiert denn mit dem Leben auf der Erde, wenn das schützende Magnetfeld schwächelt oder gar wegfällt? Werden wir am Anfang, so halblustig formuliert, uns die Haare von der Glatze brutzeln, wenn sich die Anomalie, die wir derzeit im Südatlantik beobachten, wenn die sich ausdehnt, wenn die größer wird? Wenn das nur der Anfang ist? Wenn sich solche Anomalien über bewohnte Regionen bilden? Das Magnetfeld hat natürlich eine wichtige Funktion, um uns vor Strahlung aus dem Weltraum und vor dem Sonnenwind insbesondere auch zu schützen. Nur auf der Erdoberfläche ist erstmal noch die Atmosphäre dazwischen, die uns da dann auch abschirmt und schützt, auch wenn das Magnetfeld sehr schwach ist. Es sind Studien dazu gemacht worden und sind da nie schlüssige Ergebnisse rausgekommen, dass so Massensterben von irgendwelchen Organismen mit Magnetfeldumpolungen direkt in Zusammenhang gebracht werden können. Was wir beobachten, ist, dass bei Sonnenstürmen unsere moderne Technik anfällig ist. Satelliten, Stromleitungen, die reagieren schon mal auf die harte Strahlung und die würde noch intensiver, wenn das Magnetfeld der Erde schwächer wird. Aber, und das kann ich gar nicht oft genug betonen, wir haben wirklich keine Ahnung, was da gerade im äußeren Erdkern passiert. Ob das, was wir beobachten, der Beginn
eines Polsprungs ist, der vielleicht in ein paar tausend Jahren passiert. Was wir aber wissen, ist, dass das ziellose Umherwandern des magnetischen Nordpols wahrscheinlich das Normalste von der Welt ist. Und ab und zu schafft es das eben auch mal in die Schlagzeilen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.